Hallo zusammen, ich bin der Vasili, Strassentransportfachmann im ersten Lehrjahr, aus gutem Grund bei der KIBAG. Das ist mein Ausbildner, der Ferit. Er begleitet mich, solange ich noch keine Lastwagenprüfung habe, bis ich sie absolviert habe. Und auch danach wird er mein Ansprechpartner sein, was Fahren angeht. Kurz zu unserer Flotte. Fangen wir mal an mit dem normalen Auto, Kategorie B. Das wirst du machen, sobald du 17 bist und deinen Lernfahrausweis erhalten hast und eine bestandene Theorieprüfung fürs Auto hast, also Basistheorie. Gehen wir weiter zum Lastwagen, Kategorie C. Die Theorie wirst du bereits auch mit 17 machen können und bereits auch mit 17 eine Prüfung absolvieren, sodass du dann mit 18 alleine fahren kannst. Dazu kommt, du hast einen Ausbildner dabei, solange es erfordert, du den Lernfahrausweis hast oder nach der Prüfung noch ein bisschen Support bräuchtest, um mit dem Auto allein fahren. Dann gehen wir weiter vom kleineren Lastwagen zum grösseren Lastwagen. Kurz zum Sagen, alles die gleiche Kategorie, C. Das wäre ein 4-Achser-Kipper, 5-Achser-Kipper, fährst du alles komplett allein nach deiner Prüfung und wenn der Ausbildner dir das Go gibt. Silowagen und zum Schluss noch der grösste Lastwagen, den wir in unserer Flotte haben. Der Schlepper, das ist nochmal eine separate Prüfung, die du dann Ende 2., Anfang 3. Lehrjahr absolvieren wirst und mit dem dann auch an die LAP gehen wirst. Im ersten Lehrjahr bist du mehrheitlich in der Werkstatt, machst Arbeiten wie Pneu wechseln, Lämpli wechseln, Service, Motorfahrzeug schmieren, bis du die erforderlichen Sachen hast, wie Theorieprüfung, Autoprüfung und gegebenenfalls sogar noch Lastwagen-Theorieprüfung, dass du im Fahrdienst wechseln kannst. Nebst den ganzen Freiheiten, die du in unserem Beruf geniessen kannst und nebst dem ganzen Fahren, gehört natürlich auch dazu, dass du lernst und in der Theorie bestens Kenntnis hast über die Themen, die uns tagtäglich im Beruf und auf der Straße begleiten. Wenn dich die Welt der Lastwagen auch so fasziniert, dann bewirb dich doch bei der KIBAG, geniesse Lehrlingsausbildung auf erstem Niveau und das aus gutem Grund. KIBAG. Aus gutem Grund.